Da hatten sie noch gute Laune, schwedische Fans fieberten dem Anpfiff des WM-Viertelfinals gegen England entgegen, in gelben Trikots und mit geschminkten Gesichtern. Dieser englische Fan im Stadion von Samara verzichtete sowohl auf ein Trikot als auch auf Schminke. So kamen aber auch die eintätowierten Three Lions besser zur Geltung. Auf dem Sprung, in dieser Szene setzte sich Schwedens Angreifer Ola Toivonen im Kopfballduell gegen den englischen Abwehrspieler Kyle Walker durch. Harry und Harry, Grund zum Jubeln hatten aber die Engländer. Hier gratuliert Kapitän Kane, dem Torschützen zum 1:0, Maguire. Hier Dusche in Bristol, beim Public Viewing in der Heimat wurde der Führungstreffer übrigens so aufgenommen. In London verfolgte dieser Mann die Partie, gekleidet wie Englands Nationaltrainer Gareth Southgate. Mit seiner Weste zog er die Aufmerksamkeit der übrigen Pub-Besucher auf sich. Auch auf dem Fanfest in Moskau zitterten England-Anhänger mit ihrem Team. Für Beruhigung sorgte Dele Alli mit seinem Kopfballtreffer zum 2:0 Endstand. Etwa zur selben Zeit in Leeds, große Freude beim Public Viewing. Und auch diese England-Fans genossen die Partie. Nadine Hanlon, hatte gleich doppelten Grund zum Feiern, ihre Hochzeit und das erste WM-Halbfinale für England seit 1990. Für Schweden ist das Turnier in Russland hingegen beendet, entsprechend traurig waren diese Anhänger auf dem Fanfest in Moskau. Sonnenkrim in Sotschi, diese russischen Fans bereiteten sich gewissenhaft auf das zweite Viertelfinale vor. Am Abend stand die Partie des Gastgebers gegen Kroatien an. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese Russland-Anhänger im Stadion hofften auf den Einzug ihrer Mannschaft ins WM-Halbfinale gegen England. In Zagreb versammelten sich viele kroatische Fans zum gemeinsamen Fußballgucken. Den besseren Start erwischte das russische Team, sehr zur Freude dieses Fans in Sotschi. Denis Jereschew brachte den Gastgeber mit einem Traumschuss in Führung. Kurz vor der Pause glich Hoffenheims Andrej Kramaric für Kroatien aus. Beim Public Viewing in Zagreb reagierte das Publikum übrigens so auf den Ausgleich. Auch auf diesem Parkplatz in Moskau wurde ein Weg gefunden, die Partie nicht zu verpassen. Russische Fans beim Public Viewing in St. Petersburg. Hochklassig war das Spiel nicht, aber sehr spannend.